Sodele, es ist mal wieder soweit. Zeit für ein weiteres Putzvideo am heutigen Tag. Ich hatte ja heute Morgen schon das mit der 6 sauber gemacht. Ich habe bewusst meine Glock längere Zeit nicht nennenswert sauber gemacht, weil ich einfach sehen wollte, wie ist tatsächlich die Reinigungswirkung der Niebling-Produkte bei einer komplett eingesohlten Kurzwaffe. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um ein weiteres Produkt vorzustellen, das ich persönlich ziemlich cool finde. Ich habe zwar noch so leichte Defizite in der Handhabung, aber das ist einfach nur eine Übungssache. Und zwar geht es hier um einen Laufprüfspiegel. Und zwar haben wir hier eine CNC-gefräste Hülle aus Aluminium dürfte es sein oder Kunststoff und ein richtig, das sieht man hier, dickes Spiegelglas. Also das ist kein poliertes Metall oder ähnliches, das ist tatsächlich ein Spiegel. So, und die Handhabung ist letzten Endes, und das ist das, wo ich es mir im Moment ein bisschen schwer tue. Und zwar geht es darum zu gucken, den Lichteinfall so in den Spiegel zu kriegen, dass man in den Lauf tatsächlich punktuell oder komplett den Lauf ausgeleuchtet bekommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt tatsächlich so sieht, weil ich keine Ahnung habe, ob ich den Winkel tatsächlich erreiche. Es bedarf etwas Übung, das muss man dazu sagen. Und ich werde das auch nochmal separat mit ein bisschen mehr Können vorstellen. Aber ich denke mal, ihr wisst, um was es grob geht. Und es ist eine ziemlich interessante Sache, um halt einfach zu hinzugehen und tatsächlich zu sehen, habe ich meinen Lauf denn tatsächlich richtig sauber gemacht. Dieser Laufspiegel kostet, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 6,50 Euro, also durchaus ein überschaubarer Preis und ist ein nützliches kleines Helferlein, wenn man einfach nur gucken will, ob der Lauf vielleicht beschädigt ist, dass man ihn direkt ausleuchten kann oder ob er richtig sauber gemacht wurde. So, wir gehen direkt in die Putzerei rein. Wir nehmen die Glock mal auseinander. Da haben wir es. Griffstück nehmen wir beiseite. Federpaket und Schlitten ebenfalls. Schlitten und Co. sind erstmal Nebensache. Hier geht es ja tatsächlich in diesem Moment um den Lauf. So, und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir da nicht vielleicht doch ein bisschen Licht mit dem Spiegel reinkriegen. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Es ist, wie gesagt, man muss einfach wirklich diesen Winkel hinkriegen. Mit ein bisschen Glück seht ihr es. Und dann müssen wir einfach glauben, der Lauf ist tatsächlich dreckig. Und zwar so richtig. Wie gesagt, das sind mehrere hundert Schuss durch. So. Wir fangen jetzt mal an. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man mit den Niebling-Produkten umgehen kann. Ich habe mich hier drüber auch ausgiebig mit Herrn Niebling unterhalten und er hat mir selber bestätigt, es gibt unterschiedliche Methoden. Eine Methode ist, wie ich es jetzt zum Beispiel mit der SIG Sauer vorgestellt habe. Ich nehme zum Anfang die Ölbürste und benetze diese mit etwas Pulporeinigungsfluid oder einem anderen Waffenöl. Und ziehe damit kurz durch den Lauf und lasse es ein bisschen einwirken. Ich kann aber dafür auch sehr gut zum Beispiel den Bohrblitz verwenden. Bohrblitz von Niebling habe ich ja auch schon vorgestellt. Dazu machen wir einfach ein bisschen Pulpo auf den Schwammbereich. Und hier kann man vielleicht auch im hinteren Bereich, dass einfach wirklich ein bisschen Öl auch im Lauf bleibt, Reinigungsfluid, um den Schmodder rauszuziehen. So, und dann, wie gehabt, führen wir die Messinghülse von der Patronenkammer aus in den Lauf, fädeln das Seil durch den Zugriff und ziehen den Bohrblitz einfach mal einmal durch den Lauf. So, wir sehen, das ist jetzt schon ein bisschen ganz dezent verfärbt. Das ist nicht übermäßig, aber ein wenig. Also wir lassen es jetzt ein ganz klein wenig einwirken. Aber man sieht auch jetzt schon, dass der Lauf jetzt schon bös Federn gelassen hat an Schmutz. Also ist schon relativ viel Schmutz raus. So, der nächste Schritt kann jetzt sein, und ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen anders als meine gewohnte Methode. Ich mache das jetzt einfach mal mit den Filzen. Und zwar gehen wir hin und montieren den Reinigungsstab zusammen. Hier, wie gesagt, wie ich schon im anderen Video erwähnt habe, die Qualität dieses Griffes ist schon enorm. Wenn ich das hier gucke, hier ist sehr, sehr wenig Spiel drin. Der Griff dreht sich sehr schön frei und gleichmäßig. Wenn ich das vergleiche jetzt hier mit so einem alten Holzgriff, was das
schlackert. Auch dieses Thema mit den Gewinden hier, dieses Schweizer Putzset, das ich eine Zeit lang verwendet habe, was ich hier schon teilweise Gewinde kaputt hatte, das ist schon brutal. Und hier durch diese Führung sieht man halt tatsächlich, dass die Gewinde immer schön clean bleiben. Es führt sich wunderbar ein. So, wir nehmen dann ein paar Filzfropfe, zwei Stück an der Zahl, schrauben den ersten Filz auf das Grobgewinde drauf, führen den zweiten Filz einfach vorne drauf, einfach draufstecken und dann kommt auch wieder hier etwas Reinigungsfluid Pulpo nur auf den vorderen drauf und dann schieben wir das durch den Lauf. So, und wenn ich das jetzt schon richtig sehe, dann hat der Bohrblitz im Grunde genommen den Lauf schon picoballo sauber gemacht, weil hier kommt kein Schmutz mehr raus. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann kann man aber auch sehen, wie gut die Reinigungswirkung des Bohrblitz auch ist. Also da bin ich jetzt wirklich, wirklich begeistert. Wir gucken mal, ob wir das jetzt mit dem Spiegel nochmal hinkriegen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das hier tatsächlich sehen, aber ich sehe, da ist wirklich nicht mehr. Das Ding ist wirklich, wie ich es sehe, absolut sauber. Herr Niebling hatte mir auch gesagt, die Filze sollen nicht 100% weiß rauskommen. Es soll durchaus ein leichter Ölfilm natürlich in dem Lauf drinne bleiben, um einfach den Lauf weiterhin vor Schmutz und vor Abrieb zu schützen. So, und schon haben wir den Lauf der Glock, der, wie gesagt, der war schon ziemlich eingesaut, sauber gemacht. Und das war im Grunde genommen, jetzt sehen wir hier, das ist das, was jetzt auch ein Restschmutz rausgekommen ist, anhand der Filze. Und der Rest wurde durch den Bohrblitz rausgezogen. So, jetzt kann man, wenn man möchte, den Bohrblitz einfach nochmal zur Sicherheit durchziehen. Wenn man das möchte, muss man nicht. Und dann ist der Lauf tatsächlich im Inneren auf jeden Fall picobello sauber. Er ist konserviert, ist ein bisschen Öl drin, so wie es sein soll und gut ist. So, jetzt noch schnell die Rampe ein bisschen sauber machen. Ja, da ist ein bisschen mehr drauf. Da kann man jetzt zum Beispiel auch die mitgelieferte Utility-Bürste nehmen. Um zum Beispiel gerade solche Verschmutzungen jetzt nochmal wegzubürsten. Und damit haben wir den Lauf soweit eigentlich von der Glock 17 sauber gemacht. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das ein praktisches Set. Wie gesagt, es gibt, wer nicht diesen kompletten Umfang benötigt oder möchte, der kann natürlich auch auf die Custom Sets zurückgreifen. Die sind ein Stückchen günstiger. Ich selber finde dieses Set hier eigentlich sehr praktisch, auch wenn es nur für ein Kaliber ist. Momentan bin ich fast nur noch mit 9 mm unterwegs und 22er. Und von daher finde ich das in Ordnung. Das war Video Nummer 2 zum Saubermachen hier anhand der Glock mit einem total versauten Lauf an der Glock 17 mit dem Niebling Premium Reinigungsset.